Guten Morgen. Ich starte jetzt offiziell ein neues Experiment. Ich habe das ja schon im Zuge meiner Auswertung von meinem Jod-Experiment angesprochen und möchte das heute einfach mal ganz genau definieren, dass ihr auch wieder wisst, in 3 Monaten oder in 4 Monaten, wenn ich den nächsten Bluttest mache, was ist der aktuelle Stand und dass ich sozusagen ein fassbares Beispiel für euch bin, was mit den verschiedenen Supplementierungen da passiert. Ich bin natürlich ein Individuum und was auf mich anwendbar ist und was ich erfahre, ist nicht das, was zwangsläufig auch ihr erfahren müsst. Aber ihr habt auf jeden Fall einen realen Anhaltspunkt von jemandem, den ihr kennt, den ihr vertraut und der ja, euch da einfach nur die Ergebnisse widerspiegelt und der auch fähig ist, von seinen Überzeugungen abzurücken, wie zum Beispiel mit Jod. Ich war ja überzeugt davon, ausgehend aus der Literaturrecherche und den vielen Erfahrungsberichten, positiven Erfahrungsberichten von anderen Menschen, allerdings eben auch aus dem Internet und nicht realen. Und klar, ich bin für euch jetzt auch aus dem Internet, aber ich glaube, mein YouTube-Kanal kann als einer der wenigen in Deutschland wirklich den Anspruch ja, haben, dass er sehr real berichtet. Ich mache jeden Tag ein Video und ja, alles, was ich sage, das kann sozusagen überprüft werden, indem man einfach da zum Rohkost-Potluck kommt und mit mir gemeinsam dann die Sachen durchgeht und auch ein Gefühl dafür entwickelt. Ich bin anfassbar quasi, ich bin ja oft auf Messen überall und das heißt, ich denke schon, dass ich nicht dieser typische ja, Blogger bin, der irgendwo sich hinter seinen Zeilen oder seinen Videos versteckt, sondern der wirklich auch rausgeht und der wirklich auch in den Kontakt mit den Menschen tritt und der wirklich auch aufgrund seiner Geschichte und dessen, dass ich sozusagen ja nicht mehr den Anspruch habe, mit meinen ganzen Online-Business in irgendeiner Weise erfolgreich im Sinne von Geld zu werden, weil diese Etappe in meinem Leben schon bereits zur Geschichte gehört, erfolgreich gewesen zu sein und viel Geld gehabt zu haben und das mich eben nicht erfüllt hat und eben dazu geführt habe, dass ich jetzt hier dieses wunderbare Internet nutze, um einen riesigen Multiplikatoreffekt, ja, zu nutzen, um mein Wissen und meine Erfahrung weiterzugeben. Und ich denke, von daher hoffe ich, dass der ein oder andere da schon erkennt, dass man mir wahrscheinlich etwas mehr vertrauen kann als den ein oder anderen. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Hashimoto, ich habe eine Schilddrüse, die aufgrund des Jod-Experiments leicht zerfressen wurde. Also im Ultraschall ist das zu erkennen, das ist doch ein Zeichen von Hashimoto. Dann, dass mein T4-Wert, der ist bei 11,03. Also etwas unter dem, was eigentlich sein sollte. T3 ist bei 3,5. Mein TPO-Wert, das sind halt die Zellen, die sich sozusagen gegen das eigene Gewebe, die Antikörper, die sich gegen das eigene Gewebe richten und stutzen und das halt eben auffressen, der ist halt viel zu hoch. Das glaube ich, sollte maximal 60 sein. Der ist bei 142. Da gibt es aber noch Menschen, die haben da auch 1000 oder sowas. Also das ist dann halt ja, schwere Form von dieser wahrscheinlich Hashimoto. Ich weiß nicht, ob das auch noch mit anderen Krankheiten assoziiert ist, aber letztlich ist es auch egal, wie man das nennt und wie man das definiert. Es sind Antikörper, die sich gegen das eigene Gewebe richten. Und das ist schon ziemlich scheiße. Also da ist der Wert 142. Mein TSH-Wert, der ist bei 3,05. Der ist auch sozusagen leicht erhöht. Mein B12-Wert ist bei 260 und mein Holotranscobalamin-Wert ist bei 34. Das heißt, B12 bin ich gerade noch im Normalbereich bzw. schon leicht drunter und B12-Mangel ist quasi schon bei mir im Ansatz, was natürlich auch wieder oftmals zusammen mit Hashimoto ja, einfach ja, der Fall ist. Ja, wie dem auch sei, das ist der aktuelle Status quo. Ich werde kein Jod mehr für die nächsten 3 Monate, kein Jod mehr extra zuführen. Ich nehme sehr, sehr selten jodiertes Speisesalz. Das heißt, wenn ich mal einen Salat mache, einen richtigen Salat, vielleicht so alle 2-3 Tage, da mache ich eine Prise jodiertes Speisesalz rein und vielleicht esse ich hin und wieder mal eine Alge. Aber echt, ich versuche den Jodkonsum quasi also nicht extra zu supplementieren und auch kein Augenmerk drauf zu haben. Und das werde ich so laufen lassen. Dazu supplementiere ich
Ich habe mich da lange informiert, auch was man noch nehmen sollte. Und also letztlich kann man, wenn man das in aller Panik und in aller Konsequenz durchführt, müsste man alles supplementieren. Weil es gibt immer wieder Kofaktoren für das nächste Supplement, was man dann auch wieder macht. Also wenn du das nutzt, dann solltest du auch das nutzen. Wenn du das nutzt, solltest du dann auch wieder das nutzen. Irgendwann musst du einen Cut ziehen. Nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern eben auch aus der Sicht des, ja, irgendwann ist einfach zu viel. Ist einfach, du kannst ja nicht alles supplementieren, ne? Irgendwo musst du ja mal sagen, hey, ja, es ist irgendwann mal gut, ja? Und keiner von uns will supplementieren. Und aber wer erkennt's, also für mich war der Life Changer, beziehungsweise wo das die Bewusstheit so einen Bruch erlitten hat, oder nicht einen Bruch, geweitet wurde, dass wir halt einfach mit ohne Vitamin D Supplementierung einfach einen Spiegel haben von Vitamin D, der total schlecht ist in unseren Breitengraden. Und seit ich Vitamin D nehme, geht es mir dann auch besser. Und das habe ich halt gemerkt, und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht sind manche Sachen einfach notwendig, weil wir unsere Umwelt ausgeraubt haben, sage ich mal, unsere Böden nicht mehr mit so Sachen natürlich behandeln, dass durch diese gesamte Fleischindustrie eigentlich unser gesamtes Ökosystem total ja, auf den Kopf gestellt wurde. Und entsprechend, ja, ist Supplementierung vielleicht auch tatsächlich notwendig. Zumindest habe ich die Option, oder ich denke, bin davon überzeugt, dass es in einigen Breitengraden sehr schwer ist, mit der Nahrung, die in diesen Breitengraden zur Verfügung gestellt werden kann, ja, dass man da gesund leben kann, zumindest optimal gesund leben kann. So, das heißt, was mache ich? Also kein extra zugeführtes Jod. Ich nehme 200 Milligramm Coenzym Q10, Nummer 1. Das ist alles auf täglicher Basis. Ich nehme 200 Mikrogramm Selen. Ich nehme 5000 Mikrogramm B12, das Methyl. Dann nehme ich 10.000 internationale Einheiten Vitamin D pro Tag und 400 Milligramm K2. Alles was ich nutze, die gesamten Präparate habe ich euch unten verlinkt, dass ihr auch genau wisst, welches ich nutze. Dieses Package, das tue ich mir jetzt sozusagen täglich geben. Dazu esse ich täglich, fast täglich Paranüsse. Und da danke nochmal an Frank. Der hat mir sozusagen für die Zeit des Experiments sponsert er mir die Paranüsse, und zwar von Proviant. Das sind, weil Paranüsse, habt ihr das mitbekommen, bei Lidl gibt es keine Paranüsse mehr. Dort habe ich immer meine Paranüsse gekauft, die gibt es nicht mehr. Skandal! Und ja, der Frank, der hat gesagt, vergiss die Paranüsse bei Lidl, ich habe welche gekauft bei Proviant, das sind Welten. Und ich habe die von Proviant jetzt da bei mir, und Proviant, da kaufe ich ja schon immer meine Süßlupinen. Und also die schmecken richtig knackig, frisch, und die sind schon echt gut. Allerdings kosten die halt auch das Doppelte oder das Dreifache von Lidl. Aber die sind echt gut, und da ich täglich, sag ich mal, 5 Paranüsse esse, ja, würde es vielleicht ja, in Zukunft, wenn es finanziell ein bisschen besser geht, vielleicht auch möglich sein. Aber dank Frank, ja, bekomme ich 5 Paranüsse täglich gesponsert. Also das mache ich auch noch, um bei dem Selen ganz wichtig sein, ganz sicher zu sein. Bei dem Selen ist halt die Problematik, ich habe ein sehr ausgeprägtes Sexualverhalten, und in dem Sperma wird halt extrem viel Selen rausgeplautzt. So, und da freuen sich natürlich wieder alle die Menschen, die sagen, ja, ja, behalte deine Energie für dich, und so viel Sex und so viel Onanie ist gar nicht gesund. Aus dem Punkt, ja klar, Mineralien gehen raus, deswegen müssen sie ja oben wieder rein. Und da ich nicht gelenkig genug bin, um mir sozusagen selber da in den Mund zu aber gut, okay. Also, das ist jetzt sozusagen das, was ich mache. Und die Strategie entstand quasi aus verschiedenen Faktoren. Zum einen das Gespräch natürlich mit der Ärztin, die ganzen Blutuntersuchungen auch gemacht hatte. Dann natürlich auch mit Freunden und mit Menschen, denen ich vertraue, und natürlich auch nicht zuletzt die Analyse im Internet von all den Informationen, die mir zur Verfügung stehen. So. Das Ziel dessen ist, meine Schilddrüsenwerte zu verbessern, natürlich auch das B12, und mein Befinden zu dokumentieren. Das heißt, wenn es mir besser geht,
aber die Schilddrüsenwerte genauso schlecht sind oder schlechter, dann freue ich mich, weil nur da, das ist für mich das Entscheidende, wie geht's mir. Und die Werte, also das, die Werte, ob die gut oder schlecht sind, die sind ja im Konsens des aktuellen wissenschaftlichen Status Quo entstanden. Und ja, der aktuelle wissenschaftliche Status Quo, der verändert sich halt jährlich. Und was heute noch gut ist, ist morgen schon schlecht und andersrum. Also von daher, ja, ich halte das jetzt halt nicht allzu viel von den Werten. Zum Beispiel, dass die Schilddrüsenwerte zu viel oder zu hoch, zu niedrig ist, interessiert mich in der Form eigentlich überhaupt nicht, solange ich nicht darunter leide. Gut, bei der Schilddrüse ist es jetzt tatsächlich so, dass ich halt gemerkt habe mit dem Jod, dass ich etwas, teilweise etwas müder geworden bin, vielleicht ein Tick auch antriebslos, also so die Richtung. Und das hat mich schon ein bisschen ja, irritiert, sage ich mal. Und ja, und entsprechend ja, ist es halt nicht der Fokus nur auf den Werten, sondern halt eben auch auf mein Befinden, was ich auch dann eben dokumentieren möchte. Ich möchte das möglichst objektiv tun. Das heißt, ich werde mir alle paar Tage was aufschreiben, so dass ich dann halt ja nicht irgendwie durch selektive Wahrnehmung oder irgendwie sowas dann da nicht ehrlich zu mir bin. Das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Und werde halt auch wahrscheinlich Updates geben und oder wenn irgendwas passiert, ihr könnt weiterhin meine ganzen Experimente, die ich sozusagen am Start habe, könnt ihr ja immer verfolgen, indem ihr einfach ja, den Kanal abonniert. Das habt ihr ja sicherlich alle schon getan. Und obwohl, nee, nicht alle. Weil ich habe gesehen, dass so Videos, die werden immer nur von der Hälfte von Abonnenten geschaut und die andere Hälfte hat noch gar nicht abonniert. Also theoretisch, wenn ihr bei den Experimenten am Laufen gehalten werdet, und besonders, das ist auch sowas, jetzt, das ist jetzt eine Werbung für Abonnieren, weil oftmals habe ich zum Beispiel mit den Haferflocken, das war sowas, ich habe in dem unter 1 Euro pro Tag, dass man rohköstlich leben kann, habe ich sozusagen meine Tage gepostet und da kamen ganz viele Kommentare mit, boah, Haferflocken sind doch nicht rohköstlich, obwohl ich 3 Tage vorher ein Video gemacht habe, warum Haferflocken rohköstlich sind, also meine Haferflocken. Und ja, das halt, das kann man dann umgehen, indem man einfach dann halt abonniert und man muss ja nicht jedes Video schauen, aber so hat man dann zumindest, wenn man dann auch auf die Glocke drückt, auch jedes Video, das man in seinem Kasten hat, seinem Infokasten und kann dann ja, und kann dann halt sehen, okay, das ist jetzt ein Video zu irgendeinem Experiment, was mich interessiert, das ist ein Video vielleicht zur Liebe, was mich interessiert oder was auch immer und ja, und scrollt dann halt einfach weiter. Und ja, also deswegen, ja, wenn ihr da auf dem Laufen bleiben wollt, ja, einfach abonnieren, Glocke drücken und, ja, und dann könnt ihr hoffentlich aus meinem Experimenten und aus meinem Wissen wirklich auch für euch was rausziehen und habt reale Erfahrungen. Und ich glaube, in unserer heutigen medialen Welt, die auch so überfüllt ist mit Interessengruppen, die irgendwas verkaufen wollen oder also die irgendwie so ein Interesse haben, was nicht dem euren entspricht, da ist es so schwer, echte Informationen zu bekommen. Und das ist mein Anspruch. Deswegen mache ich das. Ich kann auch entweder in die Steuerkanzlei gehen oder irgendwie Online-Devisenhandel oder irgendwas machen, um einfach Kohle zu verdienen und dann irgendwie meine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Ne? Aber das ist meine Motivation. Echt mit euch an der geistigen Evolution der Menschheit zu arbeiten. So, und das nicht nur bei euch, sondern auch an mir. Und das eben auch zu dokumentieren. Ich bin ein super Beispiel dafür. Ich bin sowas von nicht perfekt. Ich bin sowas von Potenzial nach oben offen, dass man da wunderbar die Sache auch beobachten kann und da lernt man halt auch am meisten, wenn man Menschen beobachten kann und dann für sich selber was herausfindet, als wenn der Mensch sagt, so du musst jetzt vegan leben oder du musst jetzt rohköstlich leben oder du musst jeden Tag was auch immer. Ne? Also von daher, lange Rede, kurzer Sinn, das ist mein Experiment für die nächsten 3 Monate. Ich werde einen Bluttest machen, ich werde euch das dann wieder sagen, was da rausgekommen ist, ob das geholfen hat oder nicht. Und ja, dann schauen wir weiter, wie es mit Hashimoto oder wie man das auch mal nennen möchte, da weitergeht. Macht's gut, ciao.